Boah, war das spannend, ey. Ärgerlich oder trotzdem noch ein gutes Ende? Ja, wir sind klar ärgerlich. Wir sind gekommen, um zu gewinnen. Mit diesem Anfang, was wir gekriegt haben, 9-3, das hätten wir weiterlaufen lassen. Ja, so ging es nicht. Zum Schluss war es wohl okay mit Unentschieden. Wir hätten unsere Chancen besser ausnutzen müssen. Das ging leider nicht. Wir haben zu viele technische Fehler gemacht. Dadurch haben die Gegenstöße gekriegt. Das hat gekostet. War ein geiles Spiel trotzdem. Vielen Dank dazu. Kann man nicht sagen. Ihr wart unglaublich konzentriert in der ersten Halbzeit. In der zweiten dann nicht mehr so. War das eine Kraftfrage? Ja, das kann sein. Wir haben versucht, uns den ganzen Weg zu konzentrieren. Wir haben auch alles gegeben. Ja, wir haben viele technische Fehler gemacht. Das fand ich eigentlich auch in der ersten Halbzeit. Dadurch sind die zurückgekommen. Ob es Kraft war, das weiß ich nicht. Danke, Anders Eggert. Du musst noch mal ran, Steffen Weinhold. 37-37. Ich finde, dass das auf keinen Fall eine gefühlte Niederlage sein sollte. Ich meine, ihr seid alle so schnell oder die meisten von euch in der Kabine verschwunden. Der Frust ist natürlich groß, aber es hat über weite Teile und Strecken ja auch das geklappt, was ihr vorgenommen habt, nämlich hochkonzentriert zur Sache zu gehen. Ja, ich denke, es war ein Spiel mit viel Tempo. Am Ende war es leider kein Sieg, was wir uns alle gewünscht haben zum Auftakt der Champions League. Aber ja, damit müssen wir jetzt leben. Ein Punkt ist natürlich besser als keiner. Obwohl nach dem fulminanten Start, den ihr hingelegt hattet, mit 9-3, glaube ich, war es sogar. Ganz am Anfang wäre es fast ein 5-0 gewesen. Da hofft man dann als Spieler ja auch auf mehr. Natürlich, ich denke, wir sind gut ins Spiel reingekommen. Haben dann vielleicht ein, zwei Chancen zu viel liegen lassen, um noch mehr wegzuziehen oder den Vorsprung zu halten. Und dass Montpellier eine kompakte Mannschaft ist, hat man dann auch gesehen. Es war auf jeden Fall ein mörderspannendes Spiel. Grüßt die Mannschaft, die sollen nicht einfach weglaufen, sondern wir sind stolz auf euch, dass ihr so gekämpft habt, dass ihr überhaupt dann, nachdem ihr 3 Tore vor dem Ende ja nochmal zurückgelegen habt, auch wieder rangekommen seid. Das zeigt auch die Moral der Truppe. Dankeschön. Ja, bitte.